Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Syrakus und wir spielen Crusader Kings 3. Ja, letzte Folge war so ein bisschen die Rache für die Folgen davor, wo wir ja sagten, ne, ja, so schlecht schneiden wir da auch gar nicht immer ab. Aber ärgerlich. Jetzt haben wir es uns vielleicht ein bisschen zu viel aufgeladen. Ein bisschen zu viel gleichzeitig an der Backe. Zwei große Nordmannheere in zwei verschiedenen Kriegen. Das könnte vielleicht ein oder zwei Nordmanngrößen zu viel sein. Ich bin gespannt, ob wir da aus der einen oder der anderen Sache zumindest siegreich hervorgehen. Vielleicht können wir auch mal wieder überraschen und glänzen. Die letzten Male haben wir ja immer durch geschickte Bündnisehen in letzter Sekunde noch das Ruder rumreißen können. Da haben wir jetzt allerdings nicht mehr so viele Optionen, da auch keine freien Kinder mehr vorhanden sind. Vielleicht müssen wir doch noch mal über einige Scheidungen nachdenken. Wobei, naja, ich glaube, was unser König Karloman davon halten würde, das sollte nach den letzten Folgen eigentlich klar sein. Nun gut. Ja, ne, es kann nicht immer gerade laufen, manchmal läuft es auch schief. Wir werden mal schauen, ob wir das Kind hier irgendwie noch retten können. Situation also. Erstmal hier nochmal wieder ein bisschen reinzoomen. Wir waren jetzt hier gerade dabei, unsere Truppen zu sammeln. Und danach hätten wir ganz gerne versucht, doch hier den Kampf zu suchen. Aber Schwierigkeit, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht Gefahr laufen, noch eine weitere Armee in den Nacken zu bekommen. Denn einmal haben wir hier versucht, Guinness natürlich von Jarl Thorbjörn zu befreien, wieder zurückzuführen ins christliche französische Gebiet. Der allerdings hat scheinbar noch einen weiteren Verbündeten, den Jarl Frederik Otrosson von Leinster, dazu gerufen mit nochmal 4.300 Truppen. Das ist eine ganze Menge. Darum haben wir natürlich den Kleinkönig, unseren Cousin Ethelwerd, den Jungen von Wessex, dazu gerufen. Ich hoffe, das reicht, um diese Armee schon mal zumindest irgendwie in Schach zu halten. Schwierig sollte es werden, wenn dann gleichzeitig jetzt noch diese weitere riesige Armee in unsere Ländereien eindringt. Jarl Raffen oder Raffner, das Schoßhündchen, scheinbar nur eine Marionette für die nordmännischen Armeen, vielleicht weil er besonders tugendhaft vor deren Göttern dasteht. Na, wir würden sagen, falsche Götter, keine wirklichen Götter. Es kann ja nur einen Gott geben. Weiter haben wir, glaube ich, auch schon König Ludwig den Vierten, auch als der Junge bekannt, dazu gerufen. Er kam bislang stets mit einigen seiner Truppen uns zur Hilfe. Ein verlässlicher Partner, um den wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer auch dann kümmern müssen, wenn das Ganze hier mal erfolgreich abgeschlossen sein sollte. Interessante Randnotizen habe ich noch festgestellt, ist einmal hier Bayern, ihr seht es vielleicht sofort selbst, das Herzogtum Bayern unter den Arnulfingern ist in das Königreich Bayern aufgegangen, König Gualtieri, der aus dem Geschlecht der Karlinger hat scheinbar das Herzogtum entweder erobert und mit integriert, unter den aber eigentlichen Herrschern auch, oder die haben sich ihm angeschlossen, eins von diesen beiden. Des Weiteren ist die Provence eine unserer Möglichkeiten, hier wieder noch weiter Land zu generieren durch irgendwie Vasalisierung. Extrem geschrumpft. Korsika ist richtig dick geworden. Nicht nur Korsika selbst, diese Insel unter ihrem Reich. Nein, auch hier, ich weiß nicht, es müsste eigentlich die Toskana hier sein. Und alles, was hier unten im Bereich Marseille liegt, gehört jetzt auch, ne, die ganze Provence, das gehört jetzt auch alles zu Korsika. Das ist echt gigantisch, was die hier rausgeholt haben.
Italien wirklich nur ein Schatten seiner selbst, ein echtes Königreich eigentlich nicht mehr wirklich. Ja, ansonsten wird hier Spanien, Asturien wird ziemlich zerlegt. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes spielen sollen. Wirklich, also es würde mich natürlich auch in den Fingern kribbeln, hier Asturien weiterzuspielen. Allerdings kam jetzt schon häufiger in den Kommentaren auch der Aufruf danach, Böhmen zu spielen. Habe ich auch schon gesehen. Sehr interessante Entwicklung. Das Haus der Prämislied, noch 9 Mitglieder, davon nur noch ein einziges männliches Mitglied. Hier eventuell die Gefahr, dass das Geschlecht im Mannesstamm ausstirbt. Das wäre natürlich sehr tragisch. Ja. Vielleicht aber auch unseren Cousin Kleinkönig Æthelwerd hier weiterzuspielen, wäre natürlich auch interessant. Oder mal wieder auf die Seiten der Heiden zu rücken. Ja, aber alles noch Zukunftsmusik, nur damit ihr immer so ein bisschen auf dem Laufenden seid, was sich so hier entwickelt und wo man vielleicht mal demnächst einsteigen könnte. Wir steigen aber erstmal hier wieder in das Spielgeschehen ein und hoffen, dass wir mit unseren Truppen und denen der Engländer vielleicht erstmal diese Armee hier aus den Ländern vertreiben können. Ausgezeichnet, König Ludwig IV. Eilt uns ebenso zur Hilfe. Auch König Æthelwerd lässt sich hier nicht bitten. Okay, hier sollen wir angeblich eine Niederlage erleiden. Ach du Heiliger, sind diese so überlegen? Ist diese Armee so uns überlegen? Ja, an Truppen geht's. Wir haben uns aber auch lange nicht mehr um Truppen gekümmert, aber immerhin 500 schweres Fußvolk haben wir doch auch aufzubieten. Ja, vielleicht reicht das aber nicht. Vielleicht reicht das wirklich nicht. Ja, wenn ich mir das so angucke, wir könnten uns wirklich mal eigentlich darum kümmern, unsere Armeen ein bisschen aufzustocken. Für diesen Krieg ist es wahrscheinlich dann aber erstmal so, wie wir sie jetzt haben. Ja, hier, der Engländer ruft seine Truppen raus. Ich glaube, wir können uns hier nicht mehr rechtzeitig zurückziehen. Werden eine erste Niederlage verkraften müssen. Ein Ereignis, in dem wir mit der Nordmannarmee versuchen können, irgendwie anders umzugehen. Eine Horde von chaotisch beraten, landlosen Freien und verzweifelten Spätgeborenen und anderen dahergelaufenen Tunichtguten haben sich Raffne im vorgeschlagenen Angriff auf meinen Besitztümer angeschlossen. Nun gut, jetzt können wir halt hier wieder versuchen, diese Invasion irgendwie ins Stocken oder gar ganz abzuwehren, im Vorfeld schon. Oder zumindest uns ein wenig zusätzliches Prestige aufzuerlegen, indem wir uns dieser Armee natürlich stellen wollen. Ich glaube, es sollte eigentlich klar sein, was wir hier tun. Wir sagen natürlich, ist das unsere Aufgabe hier, das Land zu schützen. Und nicht einfach nur Geld zu zahlen. Mal davon ganz abgesehen, dass wir bei weitem nicht in der Lage sind, 600 Gold aufzubringen, um diese Truppen, ja, in Versuchung zu führen, ihr von ihrem Vorhaben abzulassen. Nun gut. Ja, hier wird es wahrscheinlich die erste Niederlage geben. Ach, sehr ärgerlich. Wissensaustausch. Prinz Charles kam zu mir der Behauptung, er habe herausgefunden, dass jemand in meiner engeren Verwandtschaft eine außereheliche Affäre hat. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Er bot mir an, mir alles zu erzählen, was er weiß, einschließlich aller Namen und Beweise im Tausch gegen einen Gefallen, der später eingelöst werden sollte. Also ich glaube, das triggert Carloman sehr. Auch wenn wir natürlich unserem anderen Bruder mehr vertrauen als ihm. Das reizt uns. Wir wollen das wissen. Das gibt es nicht. Wer ist hier schon wieder unzüchtig und gelobt nicht dem heiligen Sakrament der Ehe? Das wollen wir natürlich in Erfahrung bringen. Nein! Ich habe es mir fast gedacht. Ich habe es fast befürchtet. Oh nein. Prinz Charles behauptet also, dass unser Bruder, unser Halbbruder, unser Ratskanzler, unser Vasall und Freund und unsere Vertrauensperson, Prinz Wulfhard, intim mit irgendeiner
Wer auch immer sie sein soll, vielleicht die Köchin an seinem Hofe, ich weiß es nicht. Irgendjemand, oh ja, die ist auch schon unzüchtig, und die haben sogar eine, die hat eine Bastardtochter, die 15 Jahre alt ist. Wulfhart. Oh, Wulfhart, was habt ihr nur getan? Ob wir das glauben können? Können wir das glauben? Leute, oh mein Gott. Ah. Prinz Wulfhart, dem ich erst so vertraut habe. Der ist schon so lange Jahre jetzt auch mit der Gräfin Ermengarde verheiratet ist. Allerdings kinderlos, soll er jetzt tatsächlich eine außereheliche Affäre gehabt haben und vielleicht sogar schon seit mehr als 15 Jahren und daraus sogar ein uneheliches Kind, Elodie, hervorgegangen sein? Ich wurde hintergangen. Das ist doch wohl. Oh Leute, ich glaube, das trifft mich härter als der Verlust der Schlacht hier oben. Und das Kleinkönigreich, ach, es reicht direkt da rein. Das ist natürlich wieder ein dummer Schachzug jetzt hier von der KI gewesen. Aber scheinbar können die immerhin gewinnen. Okay, wir sammeln hier unsere Truppen. Schauen uns erstmal an, was jetzt die Niederlage eben für uns zu bedeuten hat. Hatten wir da irgendwelche größeren Verluste? Der Dauphin Guilhem wurde scheinbar gefangen genommen und verwundet. Okay. Konnten zwei Leute aus der feindlichen Armee schon mal töten. Graf Eudes von Dijon ist gestorben. Ah, das war einer der Söhne von dem Graf der Grafen. Damit müsste doch jetzt. Hatte der schon selbst Söhne? Ja, genau. Dadurch hat sich das natürlich dann wieder aufgeteilt. Und dieses Bündnis zwischen Welfen und Robertina durch Heirat. Ah, das finde ich auch gut, dass sich das wieder gelöst hat. Das gefiel mir nicht ganz so. Graf Frederik von Maastricht, Graf Bohemond von Leon wurden auch beide verletzt. Okay, ja, damit können wir irgendwie leben. Das ist nichts so Gravierendes. Mein Bruder, wo bist du? Prinz Wulfhart. Was tun wir hier? Was können wir denn tun? Wir könnten das Geheimnis aufdecken und ihn dann anklagen, erpressen. Nein, nee, das liegt jetzt überhaupt nicht in unserem Sinne. Wir können ihm auch nicht einfach die Titel aberkennen. Das können wir auch nicht, denn er ist unser Verbündeter. Wir könnten ihn natürlich denunzieren. Das wird uns ein wenig was kosten. Ich denke, das werden wir auch tun, aber wir werden natürlich auch dieses Geheimnis aufdecken. Es würde uns natürlich nur noch interessieren, wessen Tochter das jetzt ist. Ist es wirklich seine uneheliche Tochter? Ach, herrje. Oh nein, hier haben die Engländer auch noch tatsächlich eine Niederlage eingeheimst. Ach, das ist doch schon wieder. Hier läuft es doch wieder überhaupt nicht richtig. Nicht so, wie es soll. So, wir sind hier oben. Wir ziehen erstmal Richtung der ostfränkischen Armeen. Treffen uns mal hier in der Stadt Hü bei Lüttich. Und ich denke, wir werden die Nordmannenarmee erstmal ruhig da ein wenig plündern lassen. Das können wir gar nicht anders verhindern.
Ziehen wir weiter nach Lille. In Hoffnung, dass der Engländer auch schnell genug hierher kommt. Mein Cousin wurde gefangen genommen. Kleinkönig Ethelwerd. Nicht gut. Oh, der englische König selbst hatte scheinbar die Armeen angeführt. Und großkotzig, wie er ist, wurde er dann auch direkt gefangen genommen. Nö, das läuft ja wirklich alles überhaupt nicht schön. Graf Konrad von Savoyen. Ja, selbstverständlich rufen wir ihn erstmal hier noch mit in den Krieg. Wen können wir denn noch? Ja, okay, die sind einfach zu weit weg. Das finde ich immer Quatsch. Und die Engländer sollen uns natürlich auch bei dem Kampf gegen die Nordmannenarmee beistehen. So, und vielleicht kann er uns auch noch Kriegsbeitritt anbieten. Ach so, da ist er auch schon mit drin. Okay. Nein, jetzt haben wir schon wieder geschlafen. Oh, hau, hau, hau. Ich hoffe, hier kommen noch alle Beteiligten rechtzeitig rein. Hier kommt es jetzt zu einer gewaltigen Schlacht. Oha, das sieht doch wieder nicht gut aus. Das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Welch enges Hin und Her, warum? Oh nein, das sieht nicht gut aus. Warum steht denn hier diese Armee hier auf Rückhalt? Ist das eine Fehlanzeige? 3000 Mann irgendwo auf der Hinterhand? Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich war euch immer ein treuer Vasall, doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitigen Mann sind äußerst streng. Ihr seid auch klug genug, um zu erkennen, dass es weise wäre, ein wenig milder zu sein. Ihr schuldet mir etwas. Er möchte niedrigere Aufgebotsbeiträge und das im Krieg. Ja, wir können es ihm nicht ausschlagen. Wir haben es unserem Halbbruder Charles versprochen. Ach, ey, bis wohin ziehen wir uns denn zurück? Ein nettes Wort. Zufällig begegne ich Baron Herbert, ich weiß es nicht. Und zu meiner Überraschung scheint er nicht sonderlich viel zu halten von meinem Freund Prinz Wulfhard. Ich könnte jetzt versuchen, eine gute Geschichte zu erzählen über Wohlfahrt, aber ich wurde zuletzt doch arg enttäuscht. Allerdings, die Leute sollten lieber über mich sprechen. Ist jetzt auch nicht so meins. Vielleicht schwelge ich in Erinnerungen an die guten Seiten von Wohlfahrt. Und hier ist irgendeiner, der von unseren Spionen aufgegriffen wurde und von irgendwelchen Karten redet. Ja. Das nehmen wir mal derzeit so hin. Ich versuchte, Prinz Wulfhard im bestmöglichen Licht darzustellen. Baron Herbert hörte mir mit zunehmendem Interesse an. Als er dann leise bei sich sagte, das habe er ja gar nicht gewusst, war mir klar, dass ich Eindruck hinterlassen hatte. Prinz Wulfhard ist ein großartiger Mensch. Mal gewesen. Auf jeden Fall. Ja, also. Erstmal werden wir ihn hier noch denunzieren. Und dann werden wir versuchen, ihn natürlich gefangen zu nehmen. Allerdings müssen wir dafür den Moment abwarten, der noch nicht gekommen ist. Erstmal geht es hier gegen die Nordmänner weiter. Ein Fluch endet. Raoul Robertin stirbt. Kein Tag zu früh und verschafft uns dadurch etwas Entspannung.
endlich ein Sieg gegen das Bündnis von Jarl Thorbjörn und seinem Verbündeten Friedrich. Dann wollen wir doch mal gegen das Dynastie überhaupt. Hat sich zwischendurch geändert. Ah, okay. Oh. Gaucher scheint erkrankt zu sein. Interessant. Erneut ein Sieg. Visionen des Göttlichen. Mein Cousin Svonimir tritt auf meinem Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen. Ja, das kennen wir schon. Wir sind scheinbar so ein bisschen dabei, unsere Fühler in die esoterische Schiene des Christlichen zu schienen. Aber natürlich verhalten wir uns stets so, wie es die Kirche von uns erwartet. Wir sind da doch sehr gemäßigt eher und sagen natürlich, dass wir keine Sünden hier begehen wollen. So, 15 Monate dauert jetzt hier die Belagerung. Okay, das müssen wir jetzt einfach ein bisschen aussitzen. Aber ich denke, es bleibt uns hier auch gar keine andere Wahl. Ja, hier kämpfen die Engländer alleine gegen den Feind und riskieren auch eine Niederlage, jawohl. Wir bleiben aber weiter in der Belagerung. Genau, und hofften natürlich darauf, dass unser Verbündeter, warum kann er denn nicht... Ach, wir haben... Leute, habe ich geschlafen? Was ist denn hier los? Ja, natürlich habe ich geschlafen. Na, warum will er denn jetzt nicht rein? Nein, Pause. Oh mein Gott. Ganz wichtig, jetzt nicht die Pause zu beenden. Kriegsbeitritt erbitten. Warum kann er denn mit seinen Truppen hier nicht bei uns mitkämpfen? Jetzt kassieren wir schon wieder eine Niederlage, weil dieses Ostfrankenreich irgendwie buggy ist. Es kämpft nicht an unserer Seite mit. Es steht da immer mit seinen Soldaten rum und lässt zu, dass wir niedergemacht werden. Das ist natürlich sehr schlecht. Wenn diese Armee hier, diese 3000 Mann uns nicht vernünftig helfen können, warum denn nicht? Leute, wir müssen hier jetzt einfach, weil wir sind schon relativ weit zurück im Kriegsstand. Wir müssen hier auf jeden Fall jetzt erstmal noch einmal eine Schlacht suchen. So, okay. Das hätten wir. Wir müssen hier einfach versuchen, jetzt den Feind niederzubringen. Die Armeen klein zu machen. Damit wir schon mal einen Feind weniger haben. Wie lange dauert das jetzt hier? Das Kriegsbeil begraben. König Karloman, wir hatten mitunter so unsere Differenzen. Aber meint ihr nicht auch, dass man die Vergangenheit ruhen lassen sollte? Mein Sohn Louis reicht mir die Hand. Was auch immer zwischen uns gewesen sein mag, lasst uns neu beginnen. Ihr kriecht also für mir, Gott meint es gut mit mir. Auf gar keinen Fall werden wir unserem Sohn hier vergeben. Dafür sind wir zu gefestigt gerade in dem Glauben, glaube ich. Also wir haben hier jetzt gerade keinen, obwohl, ja, unser Halbbruder, aber das bestärkt uns nur, dass hier Inzucht wirklich, ach, grausam. Nein, auf gar keinen Fall werden wir hier unserem Sohn jetzt nachträglich noch vergeben können. So, die Engländer da hinterhergesetzt und weiter belagert. Ja, wir müssen hier erstmal versuchen, hier weiter voranzukommen.
Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ein weiterer Vorzug ist geschaffen und ich denke, wir werden jetzt erstmal den Theologen freischalten. Wohin wir jetzt als nächstes gehen? Ich denke, wir werden hier mal ein wenig auf den Punkt Diplomatie gehen. Und wir werden versuchen, erstmal mit dem Schwerpunkt auf Familie zu gehen. Und dann erstmal hier defensive Verhandlungen, um ein weiteres Bündnis zu holen. Wir brauchen noch Bündnisse. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das erkennt er auch, dass Bündnisse immens wichtig sind hier. Ja, aber wir müssen erstmal gucken. Hier, der Leon, der Herrscher aus Leon ist gestorben. Dass wir das mal noch abgeben. Was haben wir denn hier so an gebildeten Menschen? Oh ja, hier, Evrat. Der sieht doch immer vernünftig aus. Ein keuscher Mann. Sehr gebildet. Der bekommt jetzt erstmal Leon übertragen. Acht Monate noch. Ja, der Kriegsstand geht natürlich nicht zu unseren Gunsten im Moment. Da kommt es nochmal zu einer Schlacht. Aber ich denke, ja, Torbjörn sollte ausgespielt haben. Schon wieder Wulfhard. Schon wieder Wulfhard. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Unsere Dynastie hat den Vorzug wahre Gläubige freigeschaltet. Ach, wir sind gar nicht mehr... Dynastieoberhaupt. Nee, Moment. Nein, schon wieder falsch. Dynastievermächtnisse. So. Wahre Gläubige, doch. Mhm. Warum wurde dann das jetzt automatisch freigeschaltet? Glaubensoberhaupt hat 15 mehr Meinung, Glaubensschaffung, Reformationskosten 20% gesenkt und mehr Frömmigkeit durch Pilgerreisen. Aha, aha, okay. Interessant. So, wir werden das jetzt hier gleich fertig erobert haben. Und dann müssen wir natürlich zusehen, hier möglichst schnell vorzugehen. Leere Drohungen. Meine Ratsspitze ließ die Priester vorführen, um ein großes Komplott zu enthüllen und darüber zu urteilen. Doch als die Priester sich weigerten, ein Geständnis abzulegen, hatte Graf Hildebrand keinerlei Beweise, um seine Anschuldigung zu stützen oder zu untermauern. Was stellt ihr mich denn jetzt so bloß? Also das ist natürlich auch, da müssen wir uns auch merken, das könnte auch wieder ein Nachspiel haben. So, okay. Erster wichtiger Schritt ist getan. Hier konnten wir jetzt einen Sieg davon tragen. Guinness wurde befreit. Unsere Truppen stehen jetzt bereit, um sich der nordmannischen Invasionsstreitmacht zu stellen unter Jarl Hrafne. Das wird aber nicht mehr in dieser Folge passieren, sondern erst in der nächsten. Außerdem müssen wir uns natürlich mit unserem Bruder auseinandersetzen, unserem Halbbruder Wulfhard. Den müssen wir auf jeden Fall eigentlich einkerkern. Das wird er allerdings nicht so einfach akzeptieren. Ja, das könnte schon wieder einen großen Bürgerkrieg bedeuten. Aber das werden wir deswegen natürlich nicht in dem Moment tun, wenn wir hier diese Nordmannenarmee bekämpfen müssen. Hier müssen wir erst einmal zusammenstehen. Also, ich würde mal sagen, kommentiert wieder fleißig, lasst ein Like da und wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin, euer Syrakus.